Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Fortnite. Ich stell erstmal wieder auf Solo um und such da mal nach einer Lobby. Ich habe lange kein Fortnite-Video mehr gemacht und ich spiele jeden Abend Fortnite mit Victor, manchmal mit Felix, mit Tani. Es wird Zeit, dass ich mal ein Video daraus mache. Jetzt sind natürlich Victor und Tani und so weiter nicht dabei, weil abends sind wir immer nicht so in der Stimmung aufzunehmen. Da wollen wir eigentlich nur entspannt zocken. Aber vielleicht machen wir mal wieder ein Video zusammen mit denen. Und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal ein Video, in dem ich euch zeige, wie sehr ich in Fortnite rasiere mit den Lichtschwertern, die, wenn ihr das Video seht, vielleicht gar nicht mehr drin sind. Ich will einfach weiter Lichtschwert kämpfen. Mir macht das sehr viel Spaß, weil mit dem Lichtschwert brauche ich kein Aim. Und Leute, Aim ist das, was ich nicht habe. So, da sind wir dann in der Lobby. Müssen noch ein bisschen warten. Ihr seht, ich habe kein Aim. Hier habe ich eine Pistole und daneben. Ich treffe nicht. Das nennt sich kein Aim. Ja, wenn sie stillstehen, selbst dann treffe ich die meisten Schüsse nicht. Wow. Und deswegen spiele ich so gerne mit dem Lichtschwert, weil mit dem Lichtschwert muss ich nicht zielen. Und ich nehme das Video hier jetzt am 14. Mai auf und ich habe Angst, dass das Lichtschwert bald weg sein wird. Genauso wie die Spideys dann irgendwann weg waren. Und Leute, ich vermisse die Spideys. Es ist gut, dass es ja Jetpacks gibt, aber ich muss sagen, Jetpacks und Lichtschwerter vertragen sich nicht. Weil wenn du ein Jetpack aufhast und dann mit dem Lichtschwert blockst und ein bisschen in der Luft warst währenddessen, dann bist du eine Zielscheibe. Das ist nicht cool. Wir droppen natürlich in Tilted. Also ich, Victor, Felix und so, wir droppen normalerweise hier immer in Tilted. Aber wenn ich jetzt Solo spiele, habe ich das Gefühl, ich glaube, ich werde in Tilted sterben. Weil Solo spielen ja, glaube ich, nur Schwitzer. Und in Tilted landen diese Schwitzer. Das heißt, ich habe eigentlich gar keine Chance. Na gut. Wir versuchen das Beste draus zu machen. Was liegt da? Kann man nehmen, um sich zu verteidigen. Kommt ran! Geh weg! Ich treffe nichts. Ich treffe nichts. Komm mit dem Recoil nicht zurecht. Okay. Geben wir einmal hier kurz alles auf, was wir finden können. Oh, das ist besser. Dann slurpen wir einmal diesen. Hoffen, dass die uns da hinten nicht sieht. Und ich hole mir das Lichtschwert. Es ist zwar Kylo Rens und Kylo Rens Lichtschwert mag ich nicht. Aber besser als nichts. Und ein Jetpack. Okay, hier sind einige Leute. Ich muss kurz mein Inventar sortieren. Ich habe übrigens die automatische Inventarsortierung jetzt ausgeschaltet, weil die mir immer alles durcheinander bringt. Und ich weiß, man kann einstellen, wie man das haben will, aber manchmal spiele ich unterschiedliche Loadouts und dann will ich auch unterschiedliche Sortierungen haben. Und ich passe doch nicht meine Settings entsprechend meines aktuellen Loadouts an. Da unten wurde gelootet. Warte, dann ist hier safe jemand drin. Komm ran. Ah, Mist. Ein Schlag hätte die Person noch gebraucht. Das war aber auch schwierig. Ich wusste, dass sie mir eine Falle stellen würde. Aber ich wusste nicht, dass es C4 ist. Auch mies gelaufen für sie, dass mich das C4 nicht sofort gekillt hat. Und natürlich mies gelaufen für mich, dass ich kein Aim habe. Ja, stirb. Aber wir könnten ja auch mal so eine Fortnite-Challenge machen. Nur mit Gadgets spielen oder Leute nur Fallen stellen oder so. Alles interessant. Ja, genau. Lass das Kylo Ren Lichtschwert liegen. Ich habe nur verloren, weil es das Kylo Ren Lichtschwert war. Obi-Wans Lichtschwert oder das von Mace Windu. Damit hätte ich gewonnen. Nimm das doch nicht mit. Oh, damit wird sie sterben. Aber besser Kylo Rens Lichtschwert als gar kein Lichtschwert. Das muss man immer noch sagen. So, und da sind wir schon wieder. Wir landen natürlich wieder Tilted. Vielleicht sollte ich es mir auch anders überlegen, weil Tilted wird schwierig. Ihr habt es ja schon gemerkt, das Schiff war ziemlich voll. Ich musste mich verstecken und als ich mich dann einmal einen Gegner gefaced habe, wurde es knapp. Und selbst wenn ich überlebt hätte, da kam mir noch eine zweite Person hinterher und spätestens die zweite Person hätte mich gekillt. Da hätte ich keine Chance mehr gehabt. Ich bin ja auf alles gegangen, als ich versucht habe, den Slash auszuführen. Oh, oh, und ich droppe zu spät. Da landet jemand vor mir. Ich versuche aber trotzdem vorher reinzulaufen. Gönn mir hier die Muni, spring da hoch. Gönn mir die Kiste. Hab eine Shotgun, sehr gut. Schildtränke, die bringen mir gleich einen Vorteil, hoffentlich, please. Okay, und ab geht's. Ab geht's, Leute. Jetzt wird gefightet. Jetzt wird gefightet! Oh ja, die beste Shotgun im Spiel. Na, die Trommel-Shotgun ist inzwischen die beste Shotgun. Muss man ehrlich so sagen. Ah, da hinten ist jemand drin. Platziere mich einmal hier. Und ich glaube, ich nehme einmal die mit. Ha! Weil ich dann diesen machen kann. Nein, ich habe den Fortnite-Lag, Leute. Seht ihr das? Ich habe... Oh nein, jetzt sterbe ich. Jetzt sterbe ich. Immer wenn ich das habe, Leute, dann moonwalke ich für 20 Sekunden. Ich habe jedes Mal, wenn ich Fortnite starte, einmal pro Session diesen blöden Lag. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, wie ich das beheben kann. Ich lebe noch? Ich lebe noch.
Jetzt schießt er aber auf mich. Aha. Ja, okay, ich habe nicht mehr viel Munition. Ich würde gerne da vorne die Kiste noch looten, aber ich lasse es sein. Ich drop einfach runter. Tschüss, Leute. Hast du gedacht, ne? Oh, hier sind noch mehr Leute. Ich habe nicht genug Muni, um jetzt zu kämpfen. Ich gehe aufs Klo. Da ist Muni. Und da ist eine Kiste. Okay. Da ist jemand runter oder hoch. Da kommt jemand runter, okay. Und hier ist so viel los, Leute. Ich will mich nicht direkt in ein Gefecht reinstürzen, weil es wäre einfach taktisch dumm. Wenn ich jetzt mit jemandem offen kämpfe, dann kommen die nächsten Leute, weil die das hören, dazu und stauben mich ab. Es wäre also ziemlich blöd, jetzt mit irgendwem zu kämpfen. Ich gönne mir erstmal so ein bisschen Schild. Luftballons. Ballons gibt's jetzt auch. Und ich glaube, das ist so eine Ankündigung, dass das Jetpack vielleicht auch bald weg ist und dann durch Ballons ersetzt wird. Ballons sind natürlich wacker als ein Jetpack, deswegen lasse ich die liegen. Aber wenn das Jetpack weg ist, dann wäre es natürlich ganz gut, wenn es Ballons gibt, weil ich spiele ja ohne Bauen. Und ohne Bauen kommt man schlecht über Berge rüber. Wenn die Zone am Ende auf Berge hinausläuft, dann ist RIP. Übrigens lustig, dass ich so viele blaue Waffen hier finde. Bitte was mit Schild? Ja, ein Schildpilz. Genau den will ich. Ja, dann guck mal hier einmal aufs Klo und da ist was. Medspray nehme ich, glaube ich, mit hier. Und die MK7 nehme ich auch mit, statt der MP. Und jetzt sagen alle Leute, nein, warum hast du die MP weggeworfen? Leute, man muss Abstriche machen. Man muss Entscheidungen treffen. Manchmal sind die Entscheidungen schwer. So, jetzt gönnen wir uns einmal noch die Munition. Und dann gucken wir einfach mal, was wir machen können. Ich könnte auf den Typen dort schießen, während der gerade an seinem Ballon hängt. Ich hätte vielleicht nicht diese Waffe nehmen sollen. Ich hätte vielleicht doch mit der MK schießen sollen. Die ist ein bisschen präzise. Ja, ich bin da mal weg. Ciao, Leute. Tiltet war schön, aber alles hat mal ein Ende. Das war's. Ich mache einen Abgang. Ach ja, hier. Schön. War krass, dass ich so viele blaue Waffen habe. Ja, und dieser Blaster. Mit dem Blaster trifft man gar nichts. Und lol. Ah, nee. Ich dachte, der hat unendlich Schuss. Und da stand gerade eben so eine Million. Aber jetzt steht er wieder unendlich. Okay. Der hat auf jeden Fall sehr viel Schuss. Aber die Schüsse treffen nicht. Oh, da vorne ist jemand. Ey. Ich will dein Lichtschwert haben. Dann nicht. Tschüss. Nein, mein Auto fährt nicht gerade. Bam. Mein Auto fährt nicht. Ach ja, stimmt, weil man mit der Maus mitsteuern muss. Bam! Nein, wie hat er mich gekriegt? Er hat noch 18 HP. Ich hätte ihn einen Schuss drücken müssen. Es ist mein Fehler, Leute. Ich hätte ihn viel früher töten können. Es lag daran, dass ich das blöde Radio anhatte. Ich schwöre, es lag am Radio. Das hat mich abgelenkt. Ja, jetzt hat er immer ein bisschen Loot von mir bekommen. Echt schade, ich hätte den easy kriegen können. Ich habe einfach nur schlecht gespielt. Weil der Typ, der hat ja erst versucht, mit seinem Lichtschwert gegen mein Auto zu kämpfen, was ihm gar nichts gebracht hat. Hätte er stattdessen auf mich von Anfang an geschossen, dann hätte er mich sowas von gehabt. Vor allem, weil ich die Autosteuerung echt nicht drauf habe. Ich muss mal nachgucken, ob man ausstellen kann, dass man in Fortnite auch mit der Maus steuert. Weil dadurch kann ich einfach gar nicht steuern, während ich nach hinten gucke. Das macht gar keinen Sinn. Steuerung. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Mausflug, Panzer. Ich habe keine Ahnung, ob und wie man das deaktivieren kann. Die Fortnite-Einstellungen sind zu unübersichtlich. Aber wir droppen natürlich wieder Tilted. So, und jetzt müssen wir uns mal einen Sieg holen. Ich meine, die letzten Runden, die waren ziemlich peinlich. Ich habe ja nicht mal Kills gemacht. Und normalerweise mache ich wenigstens Kills, bevor ich sterbe. Ey, warum hast du jetzt schon aufgemacht? Ehrenlos. Nein, nein, nein! Bruh. Der Ehrenlose. Das ist mir schon mal passiert. Warum hat die Kanone so ein... Hä? Die Runde zählt nicht. Wir machen noch eine Runde. Das war ja richtig wack. Ach, Mensch.
Ich wünschte, Victor wäre dabei, dann würde mir sowas nicht passieren. Ich weiß gar nicht, meint ihr, der Typ hat das geplant? Meint ihr, der wusste, dass ich in die Richtung wegfliege, wenn er da hinschießt, was gar keinen Sinn macht? Ich verstehe nicht, warum... Oder hat er gegen das Schiff geschossen und dann hat mich die Explosion noch weggefegt? Keine Ahnung. Und vor allem, warum gucke ich der jetzt zu, wie die irgendeine Tankstelle im Nichts lootet? Das ist richtig mies gelaufen. Ich dachte mir, komm her. Aber ja, er war in diesem komischen Ding und da konnte ich ihn nicht treffen. Na gut, dann setzen wir uns einfach mal hin und warten ein bisschen. Und ich würde sagen, die Runde landen wir einfach mal in Tilted, oder? Das wäre mal eine Idee. Bedanken wir uns natürlich beim Busfahrer und dann auf nach Tilted. Stellt euch vor, ihr springt aus dem Battlebus raus und kommt mit den G-Kräften nicht klar und fallt einfach in Ohnmacht. Oh nein, da droppen Leute schon wieder vor mir. Da sind schon wieder Leute besser gedroppt als ich. Gib mir den Schildtrank! Das ist mein Schildtrank! Meiner! Nein, warum ist hier nichts? Hier ist nirgendwo was. Ich bin so tot. Hier ist nirgends Loot. Eine Waffe. Kein Jetpack. Immer noch kein Jetpack. Ich bin jetzt schon an 3 Jetpack, 4 Jetpack-Spots vorbei. Ich bin weg. Leute, ich bin raus. Alter. Das war ja richtig schlechter Loot schon wieder. Das habe ich öfters, dass ich da lande und dann so gar kein Loot finde. Richtig mies immer. Aber jedes Mal denke ich mir so, nein, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass an all diesen Spots, an dem Jetpacks hängen können, keine Jetpacks hängen? Wie hoch ist die Chance, dass an all den Spots, wo Truhen sein können, dann auch keine Truhen sind? So, jetzt erstmal Waffen. Muni, da fährt jemand hoch. So, graue Waffen sind besser als keine Waffen. Das Schiff müsste ja eigentlich überladen sein. Ich finde es krass, dass da hinten niemand drauf ist. Also hier im Hinterheck spielen sich eigentlich häufig die Kämpfe ab. So, dann fahren wir einfach mal zur Tankstelle. Oder wir fahren zum Loch. Wir fahren zum Loch. Ah, da ist ein Helikopter. Hallo Heli, tschüss Heli. Aber warum zieht das Auto immer nach links? Ich will die Maussteuerung aushaben. Leute, falls ihr wisst, wo ich in der Einstellung danach suchen muss, um diese Maussteuerung auszumachen, schreibt es mir bitte in die Kommentare. So, aber angekommen in dem Loch hier, können wir jetzt endlich ein bisschen Loot uns gönnen. So, das wär's, oder? Ja, das wär's. Dann würde ich sagen, wir machen mal einen Abgang. Und weiter geht's. Ich brauche immer noch ein Lichtschwert und ein Jetpack. Das ist mein Loadout, das ich brauche, um überleben zu können, Leute. Und hier könnte doch eins drin sein. Ja, es ist eins drin. Alright, Obi-Wan sogar. Aber Leute, was würdet ihr sagen? Welches Lichtschwert ist besser? Das von Obi-Wan oder das von Mace Windu? Ich kann mich da nicht wirklich entscheiden. Dann fahren wir einmal rüber. In der nächsten Kiste ist ein Jetpack. Die Jetpacks findet man, glaube ich, wirklich nur auf den Schiffen, oder? Ich glaube... Ich nehme das Ding hier mit. Damit kann man ein bisschen Unterdrückungsfeuer raushauen, ne? Dann gönne ich mir noch die Munition, die dort liegt. Und natürlich aus der Kiste noch ein bisschen Munition. Und wir fahren... Keine Ahnung, wo wir hinfahren. Rocky Reels. Wenig Treibstoff? Warum? Warte, hier ist jemand drin, oder? Da steht ja schon ein Auto vor dem Haus. Ich gehe da nicht rein. Ich habe keine Steps gehört. Wenn da wirklich jemand drin ist, dann wartet er und stellt eine Falle. Und ich will nicht wieder eine Falle tappen, Leute. Hier wurde auch schon gelootet. So, angekommen bei der Tankstelle werden wir natürlich nicht nachtanken, sondern uns einfach nur ein neues Auto gönnen. Aber hier wurde auch schon gelootet. Alter. Die hat geschluckt. Geschluckt hast du. Naja, ich habe auch geschluckt. Ah, die hat auch eine gute Waffe. Ich glaube, dann werde ich auch die Waffe stattdessen mitnehmen. So, hebe ich mich ein bisschen hoch. Die denkt sich jetzt, nein. Wollte sich wirklich vor mir wegschleichen. Ehrenlos. So, da gibt es wahrscheinlich nur kleine, ja. Deswegen hatte sie wahrscheinlich auch so viele kleine. Und dann rein ins Auto und weiter geht's. Mal gucken, wo wir jetzt hinfahren. Übrigens. Es wird nebelig. Ich glaube, ab der Stelle hier steige ich aus. Weil in Rocky Reels sind safe, Leute. Ja. Ich höre Leute schießen. Ich höre Leute laufen. Das finde ich persönlich ja gar nicht mal so cool, dass die jetzt hier laufen. Wie schnell bin ich denn voll?
Hä, sind da hinten noch Bots? Ah nein, da hat jemand auf die Bots geschossen. Wie dumm. Ich hoffe, die Bots sind dadurch dann nicht aggressiv auf mich, weil das wäre doof. Das wäre das, was ich nicht cool finden würde. Nein! Ah. Ja, das war sehr schlecht gespielt von mir. Ich dachte mir so, Mist, die hat mir bessere Hits gedrückt. Ich muss jetzt mit dem Lichtschwert blocken. Aber man kann in Fortnite nicht so schnell die Waffe wechseln. Nein, nimm doch die Waffe, die ich gedroppt habe dafür. Ah. Komm, jetzt mach den Kill. Mach den Kill. Oh Gott. Und gegen die habe ich verloren. Na gut, dann gehen wir zurück zur Lobby. Schade, dass ich dagegen verloren habe. Das war richtig unnötig. Ich hätte doch mit dem Lichtschwert hochgehen sollen. Dann hätte ich immer in die ersten Schüsse Auftrag abgeschlossen. Okay, cool. Einfordern, I guess. Ich habe übrigens in meinen Livestreams gesagt, ich habe mir den Battle Pass nicht geholt. Aber jetzt, wo ich den Battle Pass halt durchgespielt habe, habe ich mir natürlich doch geholt. Weil am Ende hat man ja mehr V-Bucks als vorher. Ich hatte 1650 V-Bucks, da habe ich mir den Battle Pass geholt, alles eingefordert und habe jetzt 1900 V-Bucks. Deswegen, dann lohnt es sich schon, auch den Battle Pass zu holen. Aber nur, wenn man ihn auch wirklich durchspielt. Und den spiele ich erstmal, ohne ihn zu haben, durch. Und dann entscheide ich, ob ich ihn mir wirklich hole oder nicht, weil sonst wäre es ja vielleicht sogar ein Verlustgeschäft, falls ich gar nicht genug Fortnite spiele. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!